Moscheen und muslimische Verbände einschließt. Die islamistische Szene in Deutschland umfasst mehr als 43.000 Personen. Und neben der steigenden Zahl der Dschihad-Reisenden zählen wir aktuell mehr als 400 Gefährder und über 300 relevante Personen. Personen also, bei denen bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen bzw. sich an solchen beteiligen oder sie unterstützen werden. Zudem haben wir Islamisten, bei denen wir die Ausreise verhindern konnten, die sich also weiterhin hier in Deutschland aufhalten. Trotz der Gefahren, die potenziell von diesen Personen ausgehen, können wir sie nicht alle durchgehend im Auge behalten. Selbst wenn das rechtlich möglich wäre, die Ressourcen dafür hat man nicht. Wir müssen daher effektiv planen und priorisieren und polizeiliche Handlungsfähigkeit auch angesichts eines ständig wachsenden Personenpotenzials sicherzustellen. Und um priorisieren zu können, müssen wir in der Lage sein, Risiken zuverlässig und nachvollziehbar zu bewerten. Daher arbeiten wir aktuell im Bundeskriminalamt an der Entwicklung eines Instruments zur standardisierten Risikobewertung von islamistisch motivierten Gewalttätern. Die Bedrohungslage für Europa und auch für Deutschland ist ernst. Wirklich ernst. Deutschland steht wie viele andere westliche Staaten im Visier des islamistischen Terrorismus. Dieser islamistische Terrorismus wandelt sich. Das betrifft Erscheinungsformen, Begehungsweisen und Ziele der Extremisten. Herr Münch hat davon eben gesprochen. Nach allem, was wir bisher wissen, war Paris das Ergebnis oder Teil einer koordinierten Anschlagsserie des sogenannten Islamischen Staates.